Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von den Brettspieltestern. Mit dabei wie immer Michaela und Christian. Wir sind wieder im Weltall unterwegs und zwar geht es diesmal um die sogenannten Planeten Unknown und wir starten erstmal mit den Rahmendaten. Planet Unknown ist ein Spiel für 1 bis 6 Spieler ab 10 Jahren. Die Spieldauer wird auf der Verpackung mit 70 Minuten angegeben, ist bei Strohmann Games erschienen. Die Autoren sind Ryan Lambert und Adam Rehberg und kostet, ich habe mal online reingeschaut, um die 60 Euro. Und wie ich auch gesehen habe, ist das Spiel momentan auch vergriffen. Wir hatten Glück, beziehungsweise ich habe das Spiel schon so früh vorbestellt, als ich nämlich seinerzeit, es kam ja letztes Jahr, meine ich, auf der Messe, oder nicht, was war, glaube ich, ein Kickstarter, auf Englisch raus, dann haben so viele schon da geschwärmt von dem Spiel. Und sobald es angekündigt war, dass es auf Deutsch rauskommen sollte und es vorbestellbar war, habe ich es auch sofort vorbestellt. Und deswegen haben wir das jetzt. Und ich habe jetzt gesehen, momentan, ich glaube, Ende Mai soll es dann wieder rauskommen. Genau, und worum geht's? Ja, wir sind Planetenforscher, die Ressourcen der Erde sind erschöpft. Ja, und wir müssen jetzt mal gucken, um die Zukunft der Menschheit zu sichern. Wetteifern wir jetzt darum, den besten Planeten zu erschließen. Was machen die da bloß auf der Terra? Auf der Erde. Nova. Naja, gut, das wissen wir ja selber. Wir leben ja selber auf der Erde, ne? Wir kriegen es ja jeden Tag. Läuft, mit. Ne? Läuft, genau. Ja, und unser Spiel ist es letztendlich, die meisten Medaillen zu sammeln. Medaillen sind hier in diesem Spiel letztendlich die Siegpunkte. Das ist doch echt innovativ, oder? Das. Das ist gut. Es geht hier nicht um Siegpunkte, es geht um Medaillen. Das ist schon cool. Genau, dafür wollen wir unseren Planeten hier möglichst effizient vollpuzzeln, denn für jede vollständige Reihe und Spalte bekommen wir am Spielende Punkte. Wir können hier auf unseren Ressourcenleisten nach oben marschieren. Auch da können wir Medaillen bekommen und das sind dann auch Siegpunkte. Wir können hier die Rettungskapseln einsammeln. Auch für die bekommen wir am Spielende Siegpunkte. Wir können Meteoriten, können hier auch auf unserem Planeten auftauchen. Dafür können wir am Spielende, wenn wir die eingesammelt entfernt haben, auch Punkte bekommen. Dann gibt es noch Bevölkerungskarten. Auch für die können wir Siegpunkte bekommen. Und es gibt noch Nachbarziele. Wenn wir die gut erfüllen oder besser erfüllen als unsere Mitstreiter, beziehungsweise in 2 Personen als der eine Mitstreiter, können wir dafür auch Punkte bekommen und wie bei so vielen Spielen, der Spieler mit den meisten Siegpunkten gewinnt das Spiel. Bei einem Gleichstand würde man noch gucken, wer auf seinem Planeten letztendlich weniger leere Felder dann hat, also wer besser gepuzzelt hat. Und herrscht dann immer noch ein Gleichstand, dann schaut man nochmal, wer weniger Meteoriten auf seinem Planeten liegen hat, also wer seinen Planeten besser freigeräumt hat. Dann starten wir erstmal mit dem Spielmaterial und dem Spielaufbau. Wir haben hier eine Raumstation, das ist hier so ein Drehteller, der ist richtig cool. Zu Spielbeginn müsst ihr erstmal diese ganzen tetrisförmigen Puzzleteile, ich sag mal, auspöppeln aus dem entsprechenden Material und dann bestückt ihr die Raumstation. Und ihr seht hier einmal einen inneren Kreis, den könnt ihr übrigens auch rausnehmen. Und in dem inneren Kreis sind immer die sogenannten kleinen Plättchen. Es sind immer von jeder Plättchenart 12 Teile vorhanden und die werden in dasselbe Fach zufällig gelegt. Ihr könnt dann auch, wenn ihr das wieder spielt, dann, ich sag mal, die nochmal mischen, um die Sortierung ein bisschen zu ändern. In den äußeren Kreis kommen dann die großen Plättchen und es gibt auch fürs Startspiel, da gibt es so einen Vorschlag in der Anleitung, wie ihr das dann hier reinsetzt. Ihr könnt aber nachher, um da vielleicht mal ein bisschen Variabilität reinzubringen, könnt ihr diesen inneren Kreis dann auch mal drehen. Deshalb hast du jetzt nochmal gedreht. Um, ne? Andere, um andere Plättchen da letztendlich Kombinationen zusammenzubringen. Denn wir haben hier mehrere Tortenstücke. Denn ich sag mal so, wir haben hier schon unsere Sektorenmarker und auf die Sektorenmarker zeigt nachher immer so ein Tortenstück, was dann aus 2 Plättchen letztendlich besteht. Aber da kommen wir ja nochmal genauer zu. Jeder Spieler bekommt dann einen Planeten. Es gibt insgesamt 6 Planeten im Spiel. Es gibt einmal die Standardseite, das ist dieser KSB4156. Fürs erste Spiel wird auch empfohlen, dass alle mit der Standardseite spielen, dann spielen auch alle mit dem gleichen Planeten. Ansonsten hat jeder Planet eine Rückseite, auf dem ein individueller Planet dann drauf ist, der dann das Puzzeln ein bisschen schwieriger macht, bestimmte Eigenschaften hat und so aber weiter. Aber steht auch drauf, wie der Schwierigkeitsgrad ist. Genau. Und zwar immer da unten, da sind halt eben so... Da. Flammen sind da so drauf. Also hier ist zum Beispiel, also der, ich sag mal, Ausgangsplanet oder der, wie heißt das so schön in der Anleitung, der Standardplanet, der hat hier unten so eine Flamme, der ist halt am einfachsten zu spielen und alle anderen Planeten geben die halt über die Flammen, das kann man ganz schlecht sehen, dieser hat zum Beispiel 2 Flammen hier drauf, hat also schon Schwierigkeitsgrad 2, dieser auch, den ich habe, hat sogar 3 Flammen, meine ich glaube, deine auch 3, das passt dann ja.
Jeder bekommt dann auch einen Konzern. Es gibt auch sechs Konzerne im Spiel. Auch hier gibt es erstmal die Standardkonzerne. Das ist hier Universal Koalition. Koalition, keine Ahnung, wie auch immer. Also fürs erste Spiel wird auch empfohlen, dass ihr mit dem spielt. Auch dann habt ihr überall die gleichen Voraussetzungen. Ansonsten mit der Rückseite, auch hier bei den Konzernen ist es so, dass hier angegeben ist, welchen Schwierigkeitsgrad die haben. Genau hier oben ist das, da sind die Flammen drauf. Und dann gibt es halt auch auf der Rückseite jeweils individuelle Konzerne, die dann unterschiedlich zu spielen sind. Und hier seht ihr oben zum Beispiel dieser hier, Jump Drive, hat einen Schwierigkeitsgrad schon von 3 Flammen, der hier einen Schwierigkeitsgrad von 2. Und wir haben hier jeweils schon, ich sag mal, nicht die Standardplaneten und Standardkonzerne gewählt, sondern wir haben schon, weil wir das Spiel schon doch einige Male gespielt haben, haben wir jetzt die Spezialplaneten und auch die Spezialkonzerne gewählt. Mein Planet hat, wie gesagt, Schwierigkeitsgrad 3 und mein Konzern hat Schwierigkeitsgrad 2, deiner auch, passt ja perfekt zusammen. Wir bekommen dann 2 Sektorenmarker in der Spielerfarbe, die wir spielen wollen. Einen Sektorenmarker legt ihr einfach hier oben auf euer Konzern, um zu zeigen, welche Farbe ihr habt. Den anderen Sektorenmarker legt ihr hier zur Raumstation Susan, und zwar zu einem Tortenabschnitt. Das wird dann der Tortenabschnitt sein, ja, der, wenn der zu euch gedreht wird, aus dem ihr euch dann immer eure Plättchen nehmt. Dann Sollten wir es habt ja immer ihr. eigentlich, wenn es geht, gleichen Abstand haben. Das heißt, wir haben jetzt zwei Leere dazwischen, die sind also gegenüber. Im Genau. Spiel zu dritt müsste es halt eben hier so Genau. da ein frei, da ein frei, da ein frei und so Genau, weiter soll und so immer fort. möglichst gleichen Abstand haben, genau. Genau. Dann haben wir hier bei unserem Konzern, es gibt 5 verschiedene Ressourcen auf unserem Konzern. Es gibt aber insgesamt 6 verschiedene Ressourcen. Es gibt nämlich auch noch die Energieressource. Für die Energieressource gibt es aber hier keinen Ressourcenmarker. Ansonsten gibt es für jede Ressource, Bevölkerung, Wasser, Biomasse, Rover und Technologie hier eine Leiste und dafür auch einen entsprechenden Ressourcenmarker. Und den legt jeder Spieler in der dafür vorgesehenen Leiste auf das Feld 0. Und das Schöne ist halt auch, ich hatte ja gesagt, jeder kann sich hier aussuchen. Also es kann sich wirklich jeder Spieler aussuchen, ob er mit der Standardseite von dem Planeten spielt oder mit der Spezialseite und oder ob er mit der Standard- oder Spezialseite von dem Konzern spielt. Also es kann jeder Spieler wirklich für sich entscheiden. Dann haben wir hier noch auf dem Planeten, ihr bekommt auch noch die sogenannten Rettungskapseln und legt die auf euren Planeten auf die dafür vorgesehenen Felder. Außerdem müsst ihr bei eurem Konzern gucken, wie viel Rover ihr bekommt. Das seht ihr hier, ihr habt hier euren Roverplatz. Bei mir sind jetzt hier 4 Rover angedeutet. Das ist hier unten das hier, das Symbol für die Rover. Das heißt, ich bekomme 4 Rover, Christian bekommt nur einen Rover. Mehr Rover kann man dann noch gar nicht bekommen, es sei denn, durch eine Ereigniskarte könnte vielleicht noch einen dazukommen, aber ansonsten sind das die Rover, die man im ganzen Spiel zur Verfügung hat. So, dann gibt es hier noch die sogenannten Bevölkerungskarten. Davon gibt es Bevölkerungskarten Stufe 1, 2, 3 und 4. Davon, die Stapel mischt ihr und dann zieht ihr davon zufällig Karten und zwar entsprechend der Spieleranzahl plus 1. Das heißt, wir haben von jeder Stufe jetzt hier 3 Karten dann auslegen. Dann legt ihr noch die weiteren Ressourcen, einmal die Bonusplättchen und die Meteoriten bereit. Die Rettungskapseln und die Rover brauchen wir jetzt so eigentlich nicht, es sei denn, es kommt vielleicht durch ein Ereignis ein Rover dann letztendlich ins Spiel. Dann wird der Zielkartenstapel hier gemischt. Der ist beidseitig bedruckt. Es gibt einmal eine Seite mit Einzelzielen und einmal eine Seite mit, upsala, Nachbarzielen. Ihr schaut dann in der Anleitung nach, welche Seite ihr verwendet. Die Einzelzielseite wird eigentlich nur für den Solo-Modus verwendet, die Nachbarzielseite immer für das Mehrpersonenspiel. Und jetzt im Spiel zu zweit werden 3 zufällige Nachbarziele ausgelegt und die werden zwischen mir und Christian ausgelegt. Im 3-6-Personen-Spiel nehmt ihr einfach so viele Karten, wie ihr Spieler seid, und legt eine Karte zwischen jeweils 2 Spieler dann aus. Jetzt wird noch zufällig bestimmt, wer der Startspieler ist. Der bekommt noch den Kommandantenmarker. Hast du das letzte Spiel tatsächlich verloren? Ja, Stimmt, deutlich, deutlich, mit deutlich. fast 20 Punkten Oh, da müssen wir Unterschied. noch Da hab mal drauf ich, und eingehen. es waren die gleichen Planeten. Jetzt ist im Spiel gleich noch ein Modul mit dabei, nämlich das sogenannte Ereignismodul. Im Mehrpersonenspiel könnt ihr euch entscheiden, ob ihr das Modul mit reinnehmt. Im Solospiel müsst ihr das mit reinnehmen. Es gibt da 3 verschiedene Arten von Ereignissen. Es gibt einmal, ich sag mal, die grünen Ereignisse, orange und rote Ereignisse.
Im Mehrpersonenspiel müsst ihr die Karten aussortieren. Hoppala, ich kann das jetzt ja nicht alles so halten. Die dieses Symbol da unten haben für das Solo-Spiel, die müssen im Mehrpersonenspiel aussortiert werden. Ansonsten sortiert ihr die Karten erstmal nach Grün, Orange und Rot. Und dann entscheidet ihr selber. Ihr müsst 20 Karten kommen ins Spiel von diesen Ereigniskarten. Ihr könnt aber selber entscheiden, wie viel von den sehr schweren roten, wie viel Von den gemeinen. von den mittleren orangen und wie viel von den hilfreichen grünen ins Spiel kommen. Es müssen aber auf jeden Fall 20 Karten sein. Ich habe das hier schon mal gemacht. Das heißt, die restlichen Ereigniskarten können aus dem Spiel. Wir haben jetzt 7 rote, 7 orange und 6 grüne entsprechend drin, also von daher in Summe 20. Diese Karten mischt ihr dann zu einem Ereigniskartendeck dazu. Wie gesagt, das ist ein Modul, müsst ihr im ersten Spiel nicht mit reinnehmen, aber wir hatten es jetzt bei den letzten Spielen immer mit drin. Von daher zeigen wir euch das jetzt einfach mal. Dann kommen wir nochmal zum Spielablauf im Überblick. Wir spielen über mehrere Runden. Zu Beginn jeder Runde dreht immer der Kommandant, also quasi der aktive Spieler, der dreht hier immer Susan, also die Raumstation. Und zwar kann er sie um einen Sektor drehen, er kann sie um zwei Sektoren drehen, aber auch beliebig weit. Sektoren sind, wie gesagt, diese Tortenstücke hier. So, jetzt würde im normalen Spiel jetzt das folgen, dass man sich ein Plättchen auswählen darf aus dem Sektor. Aber wenn man mit dem Ereignismodul spielt, dann wird erstmal nach dem Drehen der Raumstation die oberste Ereigniskarte aufgedeckt. Danach muss dann jeder Spieler aus dem Sektor, der auf seinen Sektorenmarker zeigt, also dieses Tortenstück, muss man sich ein Plättchen nehmen und das regelkonform auf seinem Planeten platzieren. Dafür gibt es bestimmte Legeregeln. Erstmal grundsätzlich das erste Plättchen, es wird von außen nach innen gelegt, das heißt, das erste Plättchen muss am Rand platziert werden. Alle weiteren Plättchen müssen dann immer orthogonal, also waagerecht oder senkrecht, an bereits liegende Plättchen angrenzend gelegt werden. Diagonal gilt dabei dann nicht als angrenzend. Nachdem wir dann unser Plättchen gelegt haben, ich nehme das jetzt einfach mal so, jedes Plättchen besteht immer aus zwei Gebieten. Hier ist zum Beispiel ein blaues und ein rotes Gebiet, also ein Wassergebiet und ein Rovergebiet, besteht immer aus zwei Gebieten. Jedes Gebiet kann eine unterschiedliche Anzahl an Feldern haben und jedes Gebiet zeigt dann auch immer eine Ressource, hier eine Wasserressource, eine Roverressource. Nachdem wir das Plättchen regelkonform gelegt haben, bekommen wir dann Ressourcen. Für die Wasserressource und für die Energieressource gelten noch besondere Legeregeln, um letztendlich dann die Ressourcen, die man dafür bekommt, dann sich nehmen zu dürfen. Und es gibt auch noch Plättchen, die haben hier, so bei dir kann man ja einmal ganz kurz zeigen, würde Christian dieses Plättchen hier nehmen, hier ist so ein Meteoritensymbol drauf. Wenn man sich so ein Plättchen nimmt, muss man da sofort einen Meteoriten drauf platzieren. So, nachdem alle das Plättchen genommen haben, es regelkonform auf dem Planeten platziert haben und die Ressourcenmarker vorgerückt haben, geht dann der Kommandantenmarker im Uhrzeigersinn nach links weiter und es beginnt eine neue Runde. Das Spielende kann jetzt im normalen Spiel auf zwei Arten ausgelöst werden. Wenn ein Spieler kein Plättchen aus seinem Sektor regelkonform auf seinem Planeten legen kann, oder wenn ein Sektor, nachdem daraus ein Plättchen genommen wurde, leer ist, dann wird die laufende Runde noch zu Ende gespielt und danach folgt die Endwertung. Wenn ihr die Ereigniskarten mit drin habt, gibt es noch eine weitere Spielendebedingung. Wenn nämlich hier die letzte Ereigniskarte aufgedeckt wird, 20 sind es ja, also spielt man hiermit praktisch 20 Runden. Wenn das letzte Ereignis aufgedeckt wird, spielt man auch noch die laufende Runde zu Ende und dann kommt es zur Endwertung. Und dann nimmt man sich hier die Übersicht und dann bekommt man unter Umständen für Planeten, es gibt zum Beispiel einen Planet, der nennt sich Gaia. Der bringt zum Beispiel für jede Stadt, die man nicht überdeckt hat, auch noch zwei Medaillen, also zwei Siegpunkte. Dann bekommt man halt für vollständig gefüllte Reihen und Spalten seines Planeten Punkte, Medaillenpunkte. Dann für die Ressourcen, je nachdem, wo ich hier auf meinen Leisten bin, bekomme ich entsprechend der höchsten Stufe die Medaille, die ich erreicht habe oder die Punkte, die ich erreicht habe. Für Rettungskapseln bekomme ich Punkte, für Meteoriten bekomme ich Punkte. Bevölkerungskarten können auch Spielendebedingungen haben, die können auch Punkte bringen und es können auch Bevölkerungskarten können auch, ich sag mal, die Wertungsbedingungen für Meteoriten, aber für Rettungskapseln am Spielende verbessern und der Spieler mit den meisten Siegpunkten gewinnt. Wie gesagt, bei Gleichstand schaut man dann, wer weniger leere Felder hier hat, also wer besser zugepuzzelt hat. Und gibt es dann immer noch einen Gleichstand, dann schaut man, wer die Meteoriten besser von seinem Planeten beseitigt hat. Okay, dann würde ich sagen, starten wir einfach mal und zeigen euch den detaillierten Ablauf im Let's Play. Du bist der Startspieler.
Das heißt, du bist der Kommandant, du hast es einmal rumgedreht Ich habe jetzt einmal quasi. komplett gedreht. Ich kann es jetzt auch einmal regelkonform machen. So, einmal so. Ich hätte also ganz gerne hier für mich dieses Tortenstück, hier für Michaela dieses Tortenstück. Jetzt spielen wir mit den Ereignissen. Das heißt, bevor wir uns unser Plättchen nehmen, nehmen wir das. Ah, es ist ein rotes. Lege einen Meteoriten auf ein freies Meteoritensymbol. Haben wir ja Haben wir zum Glück nicht. nicht. Also es wäre halt eben, jetzt hätten wir schon Meteoritenplättchen hier gehabt, hätten die schon freigeräumt mit unserem Rover, dann hätten wir wieder einen draufpacken müssen. Und Meteoriten unterbrechen halt eben nachher zum Beispiel auch die Spalten und Reihen bei der Endwertung. Von daher wäre das schlecht gewesen. Haben wir nicht. Ich greife jetzt zu, wir machen am besten mal nacheinander. Erste Runde, ich muss am Rand anpuzzeln, das tue ich. Habe jetzt einmal hier grau und habe hier einmal blau, sag ich schon, grün. Erstmal Meteorit muss hier drauf auf das entsprechende Plättchen. Dann komme ich in der grünen, bei der Biomasse, ein Feld nach oben, da passiert nichts. Und ich komme hier bei der Technologie ein nach oben, das ist hier, da passiert auch nichts. Damit ist mein Zug jetzt schon vorbei. Genau, eigentlich macht man das gleichzeitig. Das heißt, alle Spieler müssen jetzt hier aus ihrem Sektor auf ihr Tortenstück, was auf ihren Sektormarker zeigt, sich ein Plättchen nehmen, das regelkonform verpuzzeln. Aber da wir es jetzt erklären, machen wir es mal nacheinander. Vielleicht noch mal ganz kurz zu den Plättchen. Ich hatte ja schon gesagt, jedes Plättchen besteht immer aus zwei unterschiedlichen Gebieten. Und jedes Gebiet kann unterschiedliche Anzahl an Feldern haben. Das seht ihr, es sind die quadratischen Felder. Und jedes Gebiet zeigt immer auch die dazugehörige Ressource. Und egal wie viele Felder dieses Plättchen habt, ihr kommt bei der Ressource auf der entsprechenden Leiste immer ein Feld genau vor. Und jetzt kann es sein, dass ihr dadurch bestimmte Effekte auslöst. Ihr habt nämlich zum Beispiel hier bei der Bevölkerung, ihr seht hier diese gelben Felder, die es auf den Leisten gibt, das sind die Medaillen, die man erreichen kann. Das heißt, wenn ich jetzt mit einem Marker auf einer bestimmten Leiste ein Medaillenfeld erreicht habe oder überschritten, das jeweils höchste Medaillenfeld, was ich erreicht oder überschritten habe zu Spielende, das sind die Siegpunkte, was ich denn für diese Medaille oder für diese Spalte dann bekomme. Dann gibt es hier noch die sogenannten Synergieschübe. Das ist so ein Kreis und da sind alle Ressourcen in Farben drin. Und ein Synergieschub bedeutet, wenn ich da jetzt draufkomme auf das Feld oder das Feld überschreite, das gilt für alle Boni, die ich hier erreiche oder überschreite, die bekomme ich dann sofort. Ein sogenannter Synergieschub bedeutet, dass ich einen beliebigen Ressourcenmarker ein Feld vorwärts bewegen darf. Tun wir jetzt mal so, grün wäre schon hier und grün würde jetzt durch das Hochrücken wieder so einen Synergieschub hier auslösen. Das heißt, ich komme auf das Feld, dann kann ich natürlich auch diesen Bonus dann wieder auslösen. Außerdem haben diese Leisten auch noch teilweise Meilensteine bis auf Wasser. Wasser hat tatsächlich in Anführungsstrichen nur Medaillen und diese Synergieschübe. Ich hoffe, man sieht das, was ein Synergieschub ist. Wie gesagt, der Kreis mit diesen ganzen Farben drin. Es gibt zum Beispiel bei der Bevölkerung, da kann ich Meilensteine erreichen. Da gibt es hier Meilenstein 1, Meilenstein 2, Meilenstein 3 und Meilenstein 4. Das bedeutet, ich darf mir den entsprechenden Bevölkerungskartenstapel nehmen. Ich nehme mir dann alle Karten, die da noch liegen von der entsprechenden Stufe. Erstmal Stufe 1, dann Stufe 2, Stufe 3 und Stufe 4, wenn ich das entsprechend erreiche oder überschreite und darf mir davon eine aussuchen. Da gibt es halt Soforteffekte. Da ist dann so ein Ausrufezeichen drauf. Ich kann ja mal ganz kurz gucken, aber ich habe die Karten jetzt hier gerade nicht in der Nähe. Ich kann mal hier den Dreierstapel nochmal holen. Kann Christian da vielleicht einmal kurz zeigen? Da gibt es halt einmal Karten, die fürs Spielende dann gelten und einmal, die haben Genau, Soforteffekt. sofort mit so einem Ausrufezeichen, das würde man jetzt sofort machen. Rücke alle Ressourcenmarker auf Feld 5 vor. Ignoriere Synergieschübe. Das heißt also, die Effekte, die ich hier hätte, könnte ich da nicht nutzen. Oder hier Spielende, das ist ein bisschen schwierig für Spielende. Machen wir trotzdem. Sammle Meteoritenverträge, um mehr Medaillen für eingesammelte Meteoriten zu erhalten. Und zwar je nachdem, wie viel man davon hat. Es können in jedem Stapel kann eins davon Das muss dann sein. gerade halten, so zu mir jetzt sieht Muss man das aber nicht. nicht. Und dann hat man eben ein besseres Verhältnis. Also normalerweise ist es ja so, dass man für drei Meteoriten bei Spielende einen Siegpunkt bekommt oder eine Medaille bekommt. Und hier kann man das eben bis auf fünf hochpushen. Das heißt, ich gebe fünf Meteoriten ab und bekomme dann, Quatsch, ich Nee, du gebe drei bist. Meteoriten ab und bekomme dafür dann fünf Siegpunkte. Genau, und an diese Bevölkerungskarten kann man halt kommen, wenn man hier bestimmte Meilensteine auf seiner Bevölkerungsleiste erreicht. Beim Wasser, wie gesagt, gibt es keine Meilensteine. Bei der Biomasse, da gibt es die Meilensteine. Das ist so ein Baum mit so einem Plättchen. Darüber kann ich diese Bonusplättchen bekommen. Also wenn ich so einen Baum mit so einem Plättchen, dieses Symbol erreiche oder überschreite, darf ich mir hier so ein Bonusplättchen nehmen. Und das hilft im Prinzip dabei, dass ich Zeilen und Spalten halt letztendlich vollpuzzle. Das muss ich natürlich auch wie alle anderen Plättchen regelkonform, also angrenzend, orthogonal benachbart legen. Hier auf der Rover-Leiste, darüber bekomme ich erstmal meine Rover überhaupt auf den Planeten.
Denn die Rover stehen ja erstmal auf meinem Konzern zu Spielbeginn. Da gibt es hier so Felder, da ist ein Rover drauf. Damit darf ich dann den Rover einsetzen. Das Genaue kommen wir ja nochmal zu. Ein Rover muss immer auf das zuletzt gelegte Plättchen gelegt werden, egal wie er ins Spiel kommt, ob er über eine Karte, ein Ereignis oder hier drüber ins Spiel kommt. Er muss immer auf das zuletzt gelegte Plättchen gelegt werden, auf ein beliebiges Feld. Und er könnte sogar, wenn da ein Meteorit drauf ist, diesen Meteoriten sofort einsammeln. Da kommen wir nochmal zu. Also hierüber bekommt man die Rover erstmal überhaupt auf den Planeten. Und wenn man auf so Felder kommt, wo eine Zahl drauf ist, das bedeutet, ich darf meine Rover, die ich auf dem Planet habe, dann entsprechend schon bewegen. Wie die Bewegung genau abläuft, kommen wir auch noch zu. Dann haben wir hier noch die Technologieleiste. Hier haben wir halt den Meilenstein. Hier kann man halt dann Technologien freischalten. Stufe 1, 2, 3, 4 und 5. Und die bringen einen bestimmte Vorteile im Spiel. Wie zum Beispiel bei mir bei Stufe 1 habe ich hier, ich muss Plättchen mit Rover-Ressourcen, das sind diese roten Plättchen hier, muss ich künftig nicht mehr angrenzend an Plättchen legen. Oder bei Stufe 2 zum Beispiel erhalte eine Rover-Bewegung für jeden Rover, der einen Meteoriten geladen hat am Rundenanfang. Also Technologien kann man sich hier freischalten, die bringen einen halt Vorteile im Spielverlauf. Wenn man mal wieder mit seinem Ressourcenmarker hier zurückgehen muss, unter die Stufe, dann hat man den Vorteil auch nicht. Das heißt, man muss auf der Stufe sein oder darüber, um sie letztendlich freigeschaltet haben. Genauso hat man auf jedem dieser Ressourcen-Tracks, sage ich jetzt mal so, Boni, die man freischalten kann und auch bestimmte Meilensteine. So, du hast ja dein Plättchen schon gelegt. Ich nehme mal dieses Plättchen hier. Ich muss ja aus meinem Tortenstück nehmen. Ich muss das erst ja auch angrenzend legen. Jetzt kann ich euch gleich mal die Sonderlegeregel noch für Wasser erklären. Man nimmt sich ja das Plättchen, legt es nach den Legeregeln aus und schaut dann, welche Ressourcen sind auf dem Plättchen drauf. Bei mir jetzt hier einmal Rover und einmal Wasser. Die Rover-Ressource bekomme ich ja so, also egal wie viele, ich sag mal, Felder da drauf sind, ich komme für das immer nur ein Feld hoch. Jetzt gehe ich hier ein Feld hoch. Jetzt ist bei mir hier bei dem Rover oder bei dem Rover-Track, bei der Rover-Leiste ist jetzt bei mir das Rover-Symbol. Das heißt, ich bekomme jetzt gleich meinen ersten Rover ins Spiel. Den darf ich jetzt gleich auf dieses Plättchen hier setzen, auf ein beliebiges Feld. Und Wasser bekommt man aber nur, wenn man mit den Wasserfeldern, die auf dem gelegten Plättchen drauf sind, mindestens ein Eisfeld abdeckt. Wir haben ja nämlich diese blauen Felder, das sind Eisfelder auf dem Planeten. Das andere sind die Landfelder. Und ich muss halt, wenn ich eine Wasserressource bekommen möchte, muss ich zumindest mit eins dieser blauen Felder ein Eisfeld abdecken. Das muss nicht das Feld sein, wo die Wasserressource drauf ist. Ich decke jetzt ja diese beiden Felder, decken jetzt ja zwei Eisfelder ab. Wir dürfen übrigens natürlich auch nicht aus dem Planetenraster hinauslegen. Das heißt, wir müssen in dem Planetenraster drin sein. Wir dürfen natürlich auch nicht schräg legen. Wir dürfen die Plättchen nachher auch nicht überlappend legen. Also wenn ich jetzt ein weiteres Plättchen lege, darf ich das natürlich auch nicht überlappend legen. Das funktioniert natürlich auch nicht. Und was ihr auch machen könnt, steht auch in der Regel drin, ihr dürft auch die Plättchen vorher nehmen und sie einfach hinlegen, um zu gucken, ob es passt. Da steht aber eine Regel drin, dass ihr das vorher absprechen solltet, weil wenn ihr das macht, seht ihr ja schon das Plättchen, was da drunter als nächstes zum Vorschein kommen könnte oder zum Vorschein kommt. Von daher sollte man das vorher absprechen. Ihr könnt die Plättchen auch in der beliebigen Ausrichtung, also ihr könnt sie drehen und wenden, wie ihr wollt. Ihr könnt sie auch, ich sag mal, auf die Rückseite drehen. Vorder- und Rückseite sind bei diesem Plättchen dann gleich. Genau, und dann bekomme ich jetzt noch Wasser, weil ich hier Wasser regelkonform gelegt habe. Ich hätte Wasser auch hier hinlegen können, das Plättchen. Ich mache das mal hier so. Dann hätte ich zwar die Rover-Ressource bekommen, aber keine Wasser-Ressource. Das heißt, das Plättchen ist regelkonform gelegt, erstes Plättchen am Rand. Aber ich überdecke mit dem Wasser kein Eisfeld, von daher hätte ich einfach dann kein Wasser bekommen. Aber das Plättchen wäre trotzdem regelkonform gelegt. Ich möchte aber Wasser bekommen. Und immer wenn ihr eine Ressource bekommt, wie gesagt, immer nur ein Zug hier oben auf dem jeweiligen auf der jeweiligen Spalte nach oben, egal wie viele Felder drauf sind. Und ihr könnt das hier auch in beliebiger Reihenfolge machen, denn gegebenenfalls werden ja dadurch Effekte ausgelöst, die ihr vielleicht nutzen wollt. So, jetzt habe ich ja hier noch meinen Rover, den ich einsetzen darf. Den muss ich jetzt auf ein beliebiges Feld, auf das gerade gelegte Plättchen legen. Das ist auch immer so. Ich lege den mal hier hin. Das heißt, ich muss ihn nicht auf die Rover-Ressource legen, auch nicht auf diese Felder, sondern auf ein beliebiges Feld. Gut, das war schon die erste Runde. Der Kommandantenmarker wandelt zum nächsten Spieler im Uhrzeigersinn. Und ich muss hier bei mir noch ganz kurz was erklären. Ich habe hier nämlich die Eingrenzung bei Persephone. Jeder Quadrant zeigt bei mir eine verbotene Ressource. Ich darf zum Beispiel in diesem Quadranten keine Energieressourcen legen. Ich darf in diesem Quadranten keine Bevölkerungsressourcen legen.
In diesem keine Technologie und in diesem kein Wasser. Das heißt, ich muss jetzt beim Legen immer aufpassen, dass ich in den entsprechenden Quadranten die Ressource, die hier nicht erlaubt ist, nicht platziere. Was hast du bei dir Ich habe eigentlich? Tartarus, und zwar ist hier so abgebildet so ein Graben, und zwar darf ich Plättchen nicht über den Graben hinüber Kannst du mir mal ein ganz legen. kurzes Also ich kann Beispiel nicht auch einfach, zeigen? ich nehme einfach mal das Ding hier, ist ja wurscht. Ja. Also ich dürfte den nicht so legen zum Beispiel. Also ich habe hier diesen Graben, da ist der. Ich hoffe, dann sieht man auf die Entfernung. Und ich darf eben ein Plättchen so dranlegen, geht, aber drüber geht nicht an der Stelle. Das ist die eine Begrenzung. Und ich darf mit dem Rover nicht über diese Grenze rüber. Ich kann bloß an zwei Stellen, einmal hier, einmal da, diagonal rüber. Und normalerweise darf ein Rover ja gar keine diagonale Bewegung ausführen. Von daher wäre ich da gea-Punkt. Aber ich habe zum Glück einen Effekt hier in meiner Technologieleiste. Und zwar ist das hier oben: teleportiere einen Rover zwischen zwei Bevölkerungsressourcen, kosten eine Roverbewegung. Und teleportieren ist nicht bewegen. Das steht in den FAQs explizit drin. Deshalb, ich kann dann nachher, wenn ich einen Rover habe, ihn von da nach da teleportieren. Und kann dann entsprechend auch auf die von mir aus gesehen linke Seite des Planeten. Genau, worauf man auch gucken muss, wenn man jetzt mit Plättchen, wir haben ja noch Rettungskapseln, die wollen man eigentlich ganz gerne einsammeln, weil die ja am Spiel eine Siegpunkte bringen. Wenn ich jetzt zum Beispiel mit meinem nächsten Plättchen so eine Rettungskapsel überdecke, dann wird sie zerstört und kommt auch aus dem Spiel. Das gleiche gilt auch für Rover. Wenn Rover von Plättchen überdeckt werden, werden sie zerstört und kommen aus dem Spiel. Okay, dann bin ich jetzt ja dran mit meinem nächsten Zug. Das heißt, ich muss einmal ganz kurz gucken, welches Plättchen ich dann vielleicht ganz gerne haben möchte. Ich drehe hier einmal eben. Ich mache das mal so. Jetzt hab ich ja wieder gedreht. Jetzt sind wir ja, wir haben ja das Modul Ereignisse mit drin. Von daher kommt jetzt erstmal die Ereigniskarte. Eine Orangenmeldung. Rücke den Rover oder Wassermarker ein Feld zurück. Na toll, Gut, das ich sind bin gerade die beiden Marker, die bei dem ich. weder bei dem einen noch bei dem anderen hochgegangen. Oh, Ich schön für wusste ja, dass dich. das kommt, von Du wusstest, daher dass das kommt. hielt ich Klar, das nicht wusstest für du eine gute das. Idee, das zu Dann muss machen. ich das hier leider machen. Übrigens, diese Ereignisse muss jeder Spieler ausführen, sofern er es kann, aber nicht, wenn dadurch das Spielende eingeleitet werden würde. Denn das hatten wir schon mal, dass ich glaube, du musstest ein Plättchen platzieren, was du nicht hättest können, und dadurch wäre Genau, das Spielende ausgelöst dann muss worden. man das, Und der das, betroffene Spieler es nicht machen, genau, der genau. betroffene Spieler, der dadurch das Spiel sofort beenden würde, der ignoriert dann das Ereignis für Genau. sich in dem Moment. Na, das ist ja toll, dass es gerade die Hast du das schon beiden wissen. gemacht? Ich Hast du habe schon das schon gemacht? mal. Hast du schon So, gemacht? jetzt habe ich ja das Rad hier weiter bewegt oder Suzanne. Das heißt, jeder Spieler nimmt sich wieder aus seinem Tortenabschnitt ein Plättchen, muss es regelkonform platzieren. Jetzt ja angrenzen, weil wir haben ja schon ein Plättchen gelegt. Es gibt übrigens bei dem Standardkonzern, kann man sich eine Technologie freischalten, wo man nachher nicht mehr angrenzen platzieren muss, meine ich. Na, war Ja, das nicht kannst du so? frei liegen oder diagonal? Ich glaube frei. Genau hier, du musst Plättchen nicht mehr angrenzend legen. Das ist bei dem Standardkonzern die Stufe 1 schon, da müsste man Plättchen nicht mehr angrenzend legen. Muss ich aber noch. Ich mache das mal hier, ich platziere das mal hier. Jetzt kann ich mir ja in beliebiger Reihenfolge die Ressourcen nehmen. Wasser bekomme ich auch, weil ich mit dem Wasser hier zwei Eisfelder überdecke. Und ich nehme als erstes mal die Wasserressource. Die wäre ja sonst schon noch ein höher gewesen. Funktioniert ja leider nicht. So, und dann habe ich hier noch eine Rover-Ressource drauf. Das heißt, ich bewege jetzt hier meinen Marker ein Feld entsprechend vor. Komme jetzt hier auf ein Feld, wo eine 2 drauf ist. Das heißt, ich darf jetzt hier meinen Rover bewegen. Dann kommen wir mal ganz kurz zu den Rover-Bewegungen. Eine Rover-Bewegung ja, ist im Prinzip ein Feld hier auf dem Planetenraster. Und ihr dürft halt die Rover sowohl über gelegte Plättchen als auch über die Felder auf dem Planetenraster bewegen. Und auch wenn ihr nachher Bonusplättchen habt, dürft ihr natürlich auch den Rover über Bonusplättchen hinweg legen oder bewegen, nicht legen, bewegen. Man darf den Rover nur waagerecht oder senkrecht bewegen, also nicht diagonal. Man kann diese Bewegung, wenn ich jetzt schon mehrere Rover hier hätte, kann ich die auf mehrere Rover aufteilen. Das heißt, ich könnte jetzt einen Schritt mit dem machen, einen Schritt mit dem. Es dürfen aber nie mehr als ein Rover auf einem dem gleichen Feld stehen. Das funktioniert nicht. Dürfen sich, wie gesagt, nicht diagonal bewegen. Ich darf den Rover auch rückwärts fahren, wenn ich das ganz gerne möchte. Ich müsste auch nicht alle Rover-Bewegungen verwenden, wenn ich das nicht möchte. Ich kann dann auch Rover-Bewegungen verfallen lassen. Und hier gibt es noch eine Besonderheit bei dieser Leiste. Wenn ihr bei diesen Leisten hier oben angekommen seid, bei den Ressourcen, und ihr legt ein Plättchen mit der jeweiligen Ressource, passiert da halt nichts. Außer bei der Rover-Ressource. Immer wenn ihr ein Plättchen legt mit dieser entsprechenden Ressource, dürft ihr nachher eure Rover immer noch bewegen, und ich dürfte hier immer noch entsprechend meinem Tableau 5 Bewegungen dann letztendlich machen.
Genau, und was wollen wir jetzt mit unseren Rovern machen? Mit den Rovern können wir halt zum einen Rettungskapseln einsammeln, aber auch Meteoriten einsammeln. Ich mache jetzt hier mal einen, ich fahre mal hier hin, einen Schritt mache ich da, damit habe ich diese Rettungskapsel hier eingesammelt. Und dann fahre ich mal mit dem Rover noch hier und habe also zwei Schritte gemacht. Tun wir jetzt mal so, hier wäre ein Meteorit. Ich hätte vielleicht, wo haben wir hier ein kleines Feld, das Plättchen hier vielleicht irgendwann schon mal angelegt. So, und hier wäre ein Meteorit. Dann kann man halt mit dem Rover, mit den Bewegungen auch die Meteoriten einsammeln. Normal, im normalen Spiel oder wenn man nicht den Horizon Group hat, so wie ich, dann geht der Rover einfach, wenn er auf das Feld drauf geht oder drüber fährt, sammelt er den ein. Genauso wie bei Rettungskapseln. Wenn man auf ein Feld mit einer Rettungskapsel drauf fährt oder drüber fährt, sammelt man die ein. Bei mir ist es jetzt halt so, um einen Meteoriten einzusammeln, muss ich ihn erst auf den Rover aufladen. Jeder Rover darf auch nur einen Meteoriten tragen und dann muss ich ihn zu einer Rover-Ressource hinfahren, um ihn dort abzuladen. Wenn man das nicht hat, diese Horizon Group, würde man halt einfach nur mit dem Rover dahin fahren. Damit hätte man ihn eingesammelt und platziert ihn dann hier oben und je drei Meteoriten bekommt man dann auch nochmal einen Siegpunkt. Soweit dazu. Und dann ist Christian schon dran. Wie gesagt, das macht man eigentlich gleichzeitig mit den Plättchen, aber weil wir euch das jetzt zeigen, machen wir es mal nicht gleichzeitig. In das Teil, da ist Wasser. Ich habe hier Wasser auf dieser Seite. Das heißt, wenn ich den hier anlege, wird das eine Teil hier auf dieses Eisfeld draufgelegt, also regelkonform. Einmal Und du so, passt auch auf, du zack. kommst nicht über deinen Graben Genau, ich bin an drüber. meinem Kram dran, aber nicht drüber. Das heißt, Wasser darf ich einen hochgehen, da passiert hier nichts. Und Rover-Leiste darf ich auch einen hochgehen, da erscheint das Rover-Symbol. Das heißt, ich darf jetzt meinen Rover platzieren. Wie Michaela schon gesagt hat, kommt er halt eben auf das gerade gelegte Plättchen. Wo? Das ist dann vollkommen Wurst und ich packe ihn ganz nach da oben. Und bin schon wieder fertig. Genau, dann wechselt schon wieder der Kommandantenmarker und Christian ist dran und kann Susan wieder erneut drehen und dann mal gucken, wo es hingeht. Und ich muss hier echt aufpassen, weil beim Erklären und dann auch noch überlegen, welches Plättchen hier, dass ich nicht zufällig eine Ressource in einen Quadranten lege, wo ich ihn gar nicht hinlegen darf. Aber bisher sieht es gut aus, weil Wasser darf ich nur hier unten letztendlich nicht platzieren. So, dann lass mal drehen. Wir drehen mal. So, dann kommt erstmal wieder das Ereignis, unser Modul. Ah, eine grüne Meldung. Grün Oh, ist pauschal was schön. Gutes. Rücke den Biomasse- oder Bevölkerungsmarker ein Feld vor. Biomasse oder Bevölkerung? Ich Ich nehme mal doch. Ich Biomasse. nehme auch Bio. Unter dem Bio-Symbol, wo ich jetzt gerade drauf gehe, ist ein Warte mal, wir können das ja Synergieschub. immer kurz hochhalten in die Kamera. Genau, Christian geht jetzt, den hast du noch nicht hochgeschoben, ne? Richtig. Christian geht jetzt damit ein Feld hoch. Damit kommt er auf diesen Kreis, diesen bunten da. Ich hoffe, das sieht man hier irgendwie. Das ist vor seinem Grün hier. Da ist so ein Kreis mit bunten Symbolen drin. Das ist der Synergieschub. Und das bedeutet, dass Christian jetzt auf einer beliebigen Leiste einen weiteren Schritt Genau, nach also oben ich gehe jetzt machen erstmal darf. hier und ich könnte auch die gleiche Leiste nochmal nehmen, das wäre wurscht, aber ich gehe hier draußen auf Technologie, komme da auch wieder auf einen Synergieschub und nutze da das hier und komme jetzt hier auf Stufe 1 von der Technologieleiste. Und da ist es jetzt so, wählst du ein Plättchen mit Bevölkerungsressource, erhalte Roverbewegung entsprechend dem Rovermarker. Das heißt also immer, wenn ich jetzt so ein, das ist das hier, Genau. benutze, dann darf ich halt eben meinen Rover bewegen, je nachdem, wie weit der schon nach oben ist. Das ist doch schon mal nett. So, dann ganz normal mein Zug. Ich nehme mein Plättchen. Wie gesagt, wir könnten es parallel machen. Tun wir aber nicht. Ich packe das einmal hier ran. Hab da wieder so ein Meteoritenfeld. Zack. Darf bei Technologie ein nach oben gehen. Da passiert jetzt hier an der Stelle nichts. Und hab aber Rover. Das heißt, mein Rovermarker geht ein nach vorne. Ich darf eine Roverbewegung mal machen und ich gehe einmal dorthin. Okay, dann bin ich ja dran. Ich nehme mal das hier, um euch gleich mal die Energieressource zu erklären, denn die gibt es ja nicht auf der Ressourcenleiste. Und ich möchte das Plättchen jetzt ganz gern. Ich dürfte das zum Beispiel nicht so hinlegen, weil dann wäre die Energieressource in dem Abschnitt, wo sie ja gar nicht sein darf. Ich dürfte natürlich Wasser überdecken, das kann ich machen, obwohl das keine Wasserressource hier ist, aber damit klaue ich mir natürlich Felder, um letztendlich Wasserressourcen zu sammeln. Ich darf das leider auch nicht hier hinlegen, weil das ist Bevölkerung. Bevölkerung ist hier verboten. Das sind schon echt ganz schön harte Restriktionen, muss ich mal so sagen. Von daher, ich habe mir das eigentlich ein bisschen anders vorgestellt. Aber ich mache das dann jetzt mal so. Ich kann das nämlich so hinlegen. Das geht jetzt ja über mehrere Gebiete hinweg. Energie darf ich in diesem Abschnitt haben, Bevölkerung in diesem Abschnitt. Das funktioniert also. Hier habe ich einmal Bevölkerung. Das heißt, ich komme einmal auf der Bevölkerungsleiste einen Schritt hoch. So, und für Energie
Darf ich mir jetzt entweder die Ressource nehmen, die auf dem gerade gelegten Plättchen drauf ist? Das heißt, ich dürfte mir jetzt nochmal eine zusätzliche Bevölkerungsressource nehmen. Oder ich kann gucken, an welche Ressource dieses Energiegebiet angrenzt. Und die grenzt jetzt hier noch an Wasser an. Das heißt, ich kann mir dann auch Wasser nehmen. Und das mache ich jetzt mal. Das heißt, ich gehe mit meinem Wassermarker einen hoch. Mein Wassermarker erreicht jetzt hier eine Medaille mit einer 1. Das heißt, Wasser würde mir jetzt schon mal einen Punkt Nicht am Spielende schlecht. bringen. Gut, dann sind wir ja schon wieder durch. Kommandantenmarker wechselt. Und das ist natürlich nicht ganz so schön gepuzzelt da. Von daher, ich drehe mir das einmal so hin. Dann müssen wir wieder eine Ereigniskarte. Oh, eine grüne Meldung wieder. Rücke den Rover oder Biomassemarker ein Feld vor. Wie cool ist das denn? Ich bin ja Startspieler, ich mache das mal. Biomasse kommt bei mir auf so einen Synergieschub. Das heißt, ich darf einen beliebigen Marker ein Feld vorrücken. Das mache ich mal. Ich mache nochmal den Biomassemarker. Der kommt jetzt auf einen Meilenstein, das heißt so ein Baum mit so einem Plättchen. Das heißt, ich darf mir, das sind ja die Meilensteine bei der Biomasse, darf mir jetzt hier so ein Bonusplättchen nehmen und muss das jetzt sofort regelkonform verpuzzeln. Und ich überlege mal ganz kurz, wo ich das denn hinlege. Und das lege ich doch mal, lege ich das da hin oder da hin? Ich lege das mal hier. Nö, möchte ich das da hin? Ich mache es da hin. Ich kann mich nicht entscheiden. Ich weiß nicht so ganz genau, welche Tetris-Form es nachher noch gibt. Vielleicht verpuzzle ich mich jetzt hier auch gerade total, weil da wollte ich eigentlich gleich das Plättchen reinlegen. Ich mache das mal hier rein. Vielleicht verpuzzle ich mich jetzt auch gerade. So, damit habe ich das Ereignis gemacht. Christian kann noch das Ereignis machen. Ja, ich gehe auch bei Bio hoch, darf mir auch ein Bonusplättchen nehmen, so wie Michaela, und ich puzzle das einmal hier so ran. So, und dann ist ja wieder der Abschnitt. Ich nehme ja mal dieses Plättchen hier. Eins von den beiden Plättchen muss ich mir ja nehmen. Das lege ich jetzt hier regelkonform rein. Ist angrenzend gelegt. Uppala. So, hier darf ich Rover und Wasser darf ich da haben. Ah, guck mal, wie ich das so mache. Kriege ich ja gar kein Wasser. Das ist eigentlich gar nicht so schlau, das so zu legen, ne? Das habe ich eigentlich a little bit doch dann doof gemacht. Ich muss mal ganz kurz gucken. Ich könnte das natürlich auch so hinpuzzeln. Ich mache das mal so. Ich lege das mal so dahin. Sonst, wenn ich das so gelegt hätte, hätte ich ja Wasser auf normale Land, hätte also keine Wasserressource bekommen. Von daher lege ich das mal so hier hin. Jetzt bin ich Wasser auf Wasser und Rover bekomme ich ja eh. Ich mache erstmal Wasser. Das heißt, wenn ihr Ressourcen bekommt, könnt ihr in beliebiger Reihenfolge die Ressourcenmarker nach oben schieben. Ich schiebe erstmal Wasser nach oben. Dafür bekomme ich jetzt einen Synergieeffekt. Das heißt, ich darf einen beliebigen Marker einen Schritt nach oben schieben. Ich mache da mal meinen Bevölkerungsmarker einen Schritt nach oben. Ich muss noch, sehe ich hier gerade das Meteorit drauf. Da muss ein Meteorit auf das Feld entsprechend gelegt werden. Mein Rover-Marker darf ich auch noch ein Feld nach oben verschieben. Hier ist jetzt ein Rover drauf und eine 2. Das heißt zum einen, ich bekomme einen Rover und den darf ich oder muss ich ja auf das zuletzt gelegte Plättchen legen. Das ist dieses hier auf ein, egal welches Feld. Wenn da schon ein Meteorit drauf ist, hätte ich jetzt nicht die Horizon Group, hätte ich den sofort damit eingesammelt. Aber ich muss ja erst am Meteoriten auf meinem Rover lagern, um die letztendlich dann zu einem Symbol zu bringen. Von daher kommt der jetzt da oben drauf. Ich kann das aber gleich so machen. Und ich habe ja noch eine 2 drauf. Das heißt, ich darf meine Rover noch bewegen. Hatte ich euch ja schon erklärt. Man kann das aufteilen und so weiter. Immer nur orthogonal. Sowohl auf Plättchen, Bonus als auch auf Planeten. Und ich bewege jetzt den dann mal hier, weil ich muss jetzt ja diesen Meteoriten gemäß meinem Konzern erstmal bei einer Rover-Ressource abladen. Damit habe ich ihn abgeladen, habe ihn also eingesammelt, habe ich das auch gemacht. Jetzt habe ich noch eine zweite Rover-Bewegung. Jetzt überlege ich noch mal ganz kurz, ob ich dann noch irgendwo anders hinlaufen möchte. Ich mache das mal. Ich gehe mit diesem einfach noch mal einen Schritt dahin. Okay, das war dann mein Zug. Dann nehme ich mir einmal das Plättchen hier, ich packe das hier hin und habe jetzt einmal hier halt eben diese Energieressource. Energiegeschichte. Könnt ihr jetzt sagen, bei Bevölkerung geht es einen hoch oder bei Technologie. Ich entscheide mich hier für Technologie, das heißt hier ein hoch, komme jetzt auf Stufe 2 Technologie. Und zwar bedeutet das, erreichst einen Bevölkerungsmeilenstein. Das ist halt eben die Situation, wo man sich dann von den Bevölkerungskarten was nehmen darf. Nimm eine Karte von der nächsthöheren Stufe mit in die Auswahl. Zeigen wir euch, falls es soweit kommen sollte. Und zweite Geschichte, ich habe dann einmal hier Bevölkerung. Das heißt, ich gehe bei Bevölkerung ein hoch. Und da habe ich ja schon was freigeschaltet. Wählst du ein Plättchen mit Bevölkerung? Hammer.
Erhalte Roverbewegung entsprechend seinem Rovermarker. Also ich bin hier auf eine 1, das heißt, ich darf meinen Rover einen Schritt bewegen. Der sammelt den Meteorit ein. Genau, habt ihr jetzt gesehen? Also normalerweise sammelt der Rover immer sofort den Meteoriten ein. Ich muss sie ja erstmal Ja, aufladen. du mit deinem komischen Dingsbums-Dungs da. Ja, genau, das war dann schon meine Geschichte hier. Okay, dann geht das wieder zu Christian rüber und Christian ist dran und kann erstmal Suzanne wieder drehen. Susan. Genau. Und während Christian vielleicht gerade überlegt, kann ich euch hier vielleicht mal unsere Nachbarziele ganz kurz erklären. Wir haben ja einmal ein Nachbarziel zwischen uns ausliegen, habe die meisten Wassergebiete. Das heißt nicht das größte, sondern die meisten Wassergebiete. Wer das von uns am Spielende hat, würde 5 Punkte bekommen. Bei einem Gleichstand würde jeder von uns 2 Punkte bekommen. Oder hier das andere Nachbarschaftsziel, was wir hier haben, oder Nachbarziel, habe die wenigsten Energieressourcen auf deinem Planeten, also die wenigsten Plättchen mit dem Energieressourcensymbol hier nachher auf dem Planeten. Wer das hat, bekommt 5 Punkte, bei Gleichstand beide 2 Punkte. Und als letztes haben wir ja noch, sammle die wenigsten Meteoriten ein. Der Spieler, der die wenigsten eingesammelt hat, bekommt dann 5 Punkte, bei Gleichstand würden beide 2 Punkte bekommen. Es gibt übrigens auch noch eine Variante für das Spiel zu zweit. In der Anleitung steht so schön drin, um das Spiel planbarer und strategischer zu gestalten, kann man sich halt darauf einigen, dass die Raumstation immer nur genau um einen Sektor im Uhrzeigersinn weiter gedreht wird, anstatt sie beliebig weit zu drehen. Alle anderen Regeln würden dann bestehen bleiben. Das haben wir aber noch nie gemacht, weil wir haben gesagt, wir wollen die Raumstation so drehen, wie wir sie Genau, wollen. bisschen flexibel hier. Genau. Okay, dann drehen wir Susan Du drehst. und wir gucken uns mein Ereignis an. Düdüdüm, orange. Rücke den Rover oder Technologiemarke ein Feld Na zurück. toll, das ist ja super. Das wird blöde jetzt an der Stelle. Technologie kann ich nicht zurückrücken, von daher muss ich Rover zurückrücken. Übrigens, wenn ihr dadurch Meilensteine zum Beispiel, ihr seid schon irgendwo hier gewesen, habt schon Bonusplättchen oder habt schon Rover bekommen oder sowas, ihr behaltet den Bonus, den ihr bekommen könnt oder bekommen habt. Ihr könnt aber natürlich dann, jetzt habe ich ja hier, ich hatte da ja schon einen Rover bekommen, den zweiten. Das heißt, wenn ich da jetzt wieder hochgehe, bekomme ich dann auch den dritten. Das heißt, man kann den Meilenstein oder den Bonus dann auch nochmal erneut bekommen. Hier auf der Rover-Leiste sind ja die Meilensteine, dass man die Rover damit auf den Planeten bekommt. Tja, dumm gelaufen ist dann eben so, Dumm ne? gelaufen, War nicht, ja. achso, ich muss ihn noch runtersetzen. Ha. Ach, du hast ihn noch nicht Ja, runtergesetzt. eins zu Wo zwei. hast du war? So, ich packe den einmal hier so rein. Zack, da habe ich einmal jetzt Bevölkerung gelegt. Wählst du ein Plättchen mit Bevölkerungsressource, haha, darfst du Rover entsprechend benutzen. Ich bin aber nicht auf einer Bewegung vom Rover, von daher war das für einen A-Punkt. Ich komme aber jetzt hier einmal hoch auf der Bevölkerungsleiste und darf mir jetzt hier aus dem Stapel 1, weil ich einen Bevölkerungsmeilenstein erreicht habe, aus diesen drei einen aussuchen. Und ich habe ja noch hier was freigeschaltet. Ich darf aus der nächsthöheren zufällig eine nehmen und auch in die Auswahl mit Man hineinnehmen. kann sich ja vielleicht die Karten gleich mal zeigen. Also wie gesagt, es gibt hier dann 5 Meilensteine auf der Meilensteine auf der Bevölkerungsleiste. Meilenstein 1, 2, 3, wo ich jetzt gerade? 3, 4. Ich habe sogar, ja, sind ja auch nur 4. Es gibt 4 Meilensteine. Entschuldigung, Es weil sei ich, denn, man hat die Republic. Ich habe mehr. du hast mehr, ne? Genau, ich wollte gerade sagen, du hast 5 Meilensteine. Du darfst noch mal in die 4 reingucken, ne? Nee, ich darf 2, 2, 3, 3, 4, 4. Boah, du hast ja noch mehr Und die Meilensteine. 1, wo ich jetzt gerade bin. Das ist ja krass. Hat Also, aber auch einen Nachteil, erkläre ich gleich. je nachdem, welchen Meilenstein man erreicht, darf man in den entsprechenden Kartenstapel dann reingucken. Und Christian hat ja da noch eine Sonderregel, dass er sogar, wenn er eine Technologie entsprechend freigeschaltet hat, dass er sogar noch eine Karte der höheren Bevölkerungsstufe mit dazu nehmen So, darf. ich behalte die, das ist eine Spielendekarte, von daher decke ich die nicht auf. Die von der 2 kommt hier wieder drauf und die anderen kommen ungesehen dorthin, für Michaela zumindest. Und immer wenn ich halt eben so einen Bonus erreiche, hier so einen Meilenstein, muss ich auf einer anderen Ressourcenleiste einen runtergehen. Das heißt, ich gehe hier einmal einen runter. Das war Nummer 1. Jetzt ist es so, ich habe hier noch die Energie, Energiegeschichte. Ich kopiere hier einmal Biomasse. Biomasse, das heißt Biomasse gehe ich einen hoch, wo ich gerade runtergegangen bin und da darf ich mir ein Plättchen Damit nehmen. erreicht er nämlich wieder den Meilenstein, den Baum, und wo er dann ein Bonusplättchen bekommt und kann damit wieder ein Einerplättchen sich nehmen. So hast du dir das also vorgestellt. Das ist gar nicht mal schlecht, das Der ist so wie so Plan war, ja, eine Flickflackmühle. eine Flickflackmühle. Genau, okay. Dann muss ich mir ja auch ein Plättchen nehmen. Ich puzzle gerade so schön blau zusammen. Eigentlich soll man ja hier habe die meisten Wassergebiete, von da ist es gar nicht so sinnvoll, blau an blau zu puzzeln. Aber es passt so schön da Aber es rein. passt so schön da rein. Ja, du sagst es.
Aber eigentlich, warte mal ganz kurz, das hier ist ja Bevölkerung, da muss ich aufpassen, Bevölkerung darf in dem Sektor nicht auftauchen, hier darf keine Energie auftauchen. Ich hatte den Planeten auch schon mal. Das ist total krass. Da muss man echt konzentriert arbeiten. Das ist Da mit muss man sehr Erklären echt konzentriert schwierig. arbeiten. Wie gesagt, wenn ich jetzt mit einem Plättchen eine Rettungskapsel abdecke, wird die zerstört, kommt aus dem Spiel. Wenn ich mit einem Plättchen, wenn der Rover hier stehen würde und den Rover damit abdecken würde, könnte ich jetzt in dem, doch könnte ich so rumlegen, dann wäre der auch zerstört und kommt aus dem Spiel. Aber das möchte ich ja gar nicht. Das Blöde ist jetzt nur, dass ich, nee, ich nehme das nicht. Ich möchte ja eigentlich ganz viele Wassergebiete haben, aber in dem Fall passt das doch ein bisschen besser hier rein. Ich mache das mal hier so hin. Ich überdecke mit Wasser wieder Eis, von daher bekomme ich auch die Wasserressource. Hier kommt wieder so ein Meteorit drauf. Ich habe alles beachtet. Das ist Wasser, das darf hier oben liegen. Energie darf ja nur hier oben nicht liegen. Hier unten darf es liegen, von daher ist alles gut. Ich nehme jetzt erstmal diese Wasserressource und für Und lass mich Energie raten, nochmal darf eine ich ja nur nochmal Wasserressource. Wasser nehmen, weil hier an das Energiegebiet ja kein anderes angrenzt, eine andere Ressource, die ich nehmen könnte. Von daher bekomme ich hier nochmal eine Wasserressource. Super. Okay, dann würde ich sagen, haben wir euch das Spiel mal so erklärt. Dann puzzeln wir jetzt einfach mal ein bisschen was zusammen. Wir holen euch gleich wieder dazu, dass wir euch einmal die Endwertung dann nochmal erklären. So, dann kommen wir nochmal zum Spielende. Wir haben hier einfach mal ein bisschen was zusammengepuzzelt. Das, was wir jetzt gepuzzelt haben, muss nicht zu den Leisten hier passen, also die Plättchen zu den Leisten, wie weit wir da oben sind. Wir haben es einfach nur ein bisschen dargestellt, exemplarisch, damit ihr seht, wie die Spielendabrechnung ist. Das Spielende wird hier eingeläutet, entweder wenn ein Spieler aus seinem Tortenstück hier ein Plättchen nehmen muss und keins davon regelkonform platzieren kann. In dem Moment nimmt er sich trotzdem eins der Plättchen und würde dann nochmal die Ressourcen entsprechend bekommen. Das heißt, ich würde hier zum Beispiel meinen Bevölkerungsmarker nochmal einen hochsetzen und meinen Biomassemarker einen höher. Würde hier auch noch beide Boni bekommen. Das heißt, ich würde hier noch ein Bonusplättchen bekommen, könnte das noch regelkonform legen. Und hier hätte ich mir noch so eine Bevölkerungskarte der Stufe 3 nehmen können. Ich gucke mal eben ganz kurz. Dann nehme ich einfach mal so eine Spielendebedingung hier nochmal. Genau. Oder wenn man, wenn nach dem Nehmen eines Spielers aus einem Tortenabschnitt dieser komplett leer ist, auch dann wird die laufende Runde noch zu Ende gespielt, das Spielende wird eingeleitet. Und wenn ihr mit dem Ereignismodul spielt, wird ja zusätzlich das Spielende eingeleitet. Sobald hier die letzte, also die 20. Ereigniskarte aufgedeckt wird, auch dann wird die laufende Runde noch zu Ende gespielt und das Spielende eingeläutet. Vor der Schlusswertung müsst ihr jetzt gegebenenfalls noch folgende Schritte ausführen. Habt ihr Bonusplättchen aufbewahrt, legt ihr sie jetzt auf euren Planeten. Ihr nutzt jetzt Technologien mit dem Hinweis Spielende und ihr nutzt auch Bevölkerungskarten mit dem Hinweis Spielende, die euch Ressourcenmarker vorrücken lassen. Genau, und dann kommt es zur Endauswertung. Dann müsst ihr gegebenenfalls gucken, ob euer Planet euch Punkte bringt. Ich meine, es ist nur Gaia, ich glaube kein anderer Auf Kopf Planet. jagen. Gaia bringt zum Beispiel für jede Stadt, die man nicht überdeckt hat, zwei Medaillen. Das sind diese Städte hier. Also je Stadt, die man nicht überdeckt hat, bekommt man zwei Medaillen. Konzerne, meine ich, habe ich keinen gesehen, der einen Hätte ich jetzt Punkte keinen im bringt. Kopf, so ne? Nee, dann guckt man halt Reihen und Spalten. Ich fange jetzt hier mal mit den Reihen an. Die müssen vollständig befüllt sein. Wir machen noch mal ganz kurz als Beispiel, wenn hier noch, nee, Meteorit muss ja auf dem Meteoritenfeld liegen. Wir legen die mal hier hin. So, also die Reihen und Spalten müssen vollständig befüllt sein. Es dürfen keine leeren Felder dort sein. Und es dürfen auch keine Meteoriten dort liegen, dann werden die auch nicht gewertet. So, ich habe hier oben habe ich eine vollständige Spalte, die beiden eine vollständige Reihe, nicht Spalte, die bringt mir einen Punkt, das heißt, dafür würde ich einen Punkt bekommen. Diese hier ist nicht vollständig befüllt, da sind leere Felder, bringt keine Punkte, auch nicht vollständig, auch nicht vollständig. Und wir tun mal so, wenn hier noch ein Bonusplättchen gelegen hätte, wäre die Spalte ja so schön befüllt, aber auch ein Feld mit Rettungskapsel gilt als leeres Feld. Das heißt, auch diese Reihe hier wäre nicht vollständig gefüllt. Diese Reihe ist wunderbar vollständig gefüllt, aber es liegt ein Meteorit da. Der Meteorit führt auch dazu, dass ich diese Spalte nicht werten kann. Also möchte ich tunlichst aus den vollständig gefüllten Reihen oder Spalten Meteoriten beseitigen, denn ich bekomme dafür dann keine Siegpunkte. Das heißt, ich habe jetzt für die Reihe hier oben einmal einen Punkt. Die anderen waren alle nicht vollständig gefüllt. Hier unten nochmal ein Punkt, süße 2 Punkte. Das gleiche macht man mit den Spalten. Man muss immer aufpassen, ich vergesse immer die äußeren hier. Die ist auch vollständig, wäre nochmal ein Punkt, sind wir also bei insgesamt 3 Punkten. Nicht vollständig, nicht vollständig, nicht, nicht. Die hier ist vollständig gefüllt, bringt mir einmal 3 Punkte.
Die hier ist vollständig gefüllt, bringt mir auch einmal 3 Punkte. Nicht, 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 nicht. Die ist vollständig, aber hat Metoid drauf, bringt mir also keine Punkte. Also ihr seht hier immer an der Reihe oder Spalte ist angedruckt, wie viele Punkte ihr dann letztendlich bekommt. Dann gucke ich als nächstes hier auf meine Ressourcen und gucke jeweils die jeweils höchste Medaille, die ich erreicht habe. Das wird also nicht zusammengerechnet, sondern die höchste Medaille, die ich erreicht und überschritten habe, bringt mir die Punkte. Hier sind es bei der Bevölkerung 3, hier bei dem Wasser sind es 2, hier bei Biomasse sind es 2, hier bei Rover stehe ich hier gerade auf der, ich kann das gerade nicht sehen, auf der, das ist die 2, meine ich. Und bei Technologie habe ich gar nichts, von daher bekomme ich dafür keine Punkte. Dann Rettungskapsel, jede eingesammelte Rettungskapsel, die ich hier oben deponiert habe, bringt mir einen Punkt, wären also 3 Punkte. Für jeweils 3 eingesammelte Meteoroiden bekomme ich einen Punkt. Das heißt, ich hätte jetzt hier 4 eingesammelte Meteoriten, bekomme ich also einen Punkt für, weil für je 3 einen Punkt. Dann guckt man nochmal Bevölkerungskarten für Spielende. Da hätte ich jetzt hier 2. Die würden mir in Summe 4 Punkte bringen. Und es gibt halt auch noch Karten, die halt das Wertungssystem für die Meteoroiden, ich glaube, die hattest du vorhin sogar irgendwo eine, ne? Du hattest da eine, genau, sammle Meteoritenverträge und um mehr Medaillen für eingesammelte Meteoriten zu erhalten. Das heißt hier, das ist ein Meteoritenvertrag. Hätte ich den gehabt, hätte ich jetzt sogar 2 Punkte pro 3 Meteoriten bekommen, die ich eingesammelt habe. Hätte ich aber nicht, das hätte Christian also am Spielende bekommen. Und dann gucken wir noch auf die Nachbarziele. Das heißt hier einmal das Nachbarziel, sammle die wenigsten Meteoriten ein. Das wäre nachweislich Christian momentan. Du hättest nur einen eingesammelt, ich hätte 4. Das heißt, Christian würde hier 5 Punkte bekommen, ich nichts. Habe die wenigsten Energieressourcen auf deinem Planeten. Das ist dieses Symbol. Da hätte ich 1, 2, 3, 4, ne, wenn ich richtig Ja, sehe. ich habe zwei. Du hast 2, also auch da hätte Christian gewonnen, hätte auch 5 Punkte bekommen, ich nichts. Und hier habe die meisten Wassergebiete. Ich habe als Wassergebiet, das ist ja ein zusammenhängendes, 1, 2, ich habe 3 verschiedene Ich habe eins. Wassergebiete. Dann hätte ich da mal 5 Punkte bekommen und Christian hätte nichts bekommen. Ja, und der Spieler mit den meisten Medaillen bzw. Punkten gewinnt dann das Spiel. Bei einem Gleichstand, hatte ich ja auch schon gesagt, gewinnt dann der an dem Gleichstand Beteiligte, wer weniger leere Felder auf seinem Planeten hat. Herrscht dann immer noch Gleichstand, gewinnt, wer weniger Meteoroiden hier noch auf seinem Planeten liegen hat. Ja, so spielt sich Planet Unknown und ich würde mal sagen, können wir mal zu unserem Fazit kommen. Möchtest du anfangen? Kann ich gerne machen. Also, man wird am Anfang so ein bisschen erschlagen, ob des ganzen Spielmaterials, also insbesondere so diese Planetenplättchen, diese Tetris-Plättchen, die man dann erst auspöppeln muss, verteilen muss, in diese Susan-Scheibe rein platzieren muss, das am Anfang so, oh nee, das wird aber kompliziert. Und sobald man das einmal so ein bisschen in Form gebracht hat, flutscht das extremst gut. Also, das ist, wir haben es ja schon zu zweit mehrmals gespielt, wir haben es zu viert gespielt und In zwischendurch eben mal unterschiedlichen abgebaut. Konstellationen auch. Das auch, wir haben es unterschiedlich. Wir haben es ab und zu auch mal abbauen müssen, wenn wir was anderes gespielt haben, dann wieder aufbauen. Und sobald man einmal diese Systematik verstanden hat, dann ist es gar nicht mehr so schlimm mit diesem ganzen Spielmaterial. Und das ganze Spielmaterial ist eben auch das Coole an dem Spiel, weil es extrem abwechslungsreich ist. Welche Plättchen liegen wo, an welcher Stelle in Suzanne, sowohl in der Zuordnung zueinander, als auch in dieser Drehscheibe, als auch eben in der Reihenfolge, wie man es dann quasi rausnehmen kann. Das ist jedes Mal anders. Da welchen Planeten nehme ich, welche Industrie nehme ich, welchen Konzern nehme ich, dann was liegen halt eben in den einzelnen Stufen bei den Bevölkerungen aus, das kann eben auch unterschiedlich sein. Was kommt, wenn man mit den Ereignissen spielt, an Ereignissen generell überhaupt hoch, in welcher Konstellation mache ich es? Will ich es richtig hardcore spielen, dann mache ich es halt eben mit den nur 20 Karten nur in Rot oder mache ich es eben als Unterstützung für Anfänger, für nicht ganz so gute Spieler, sage ich mal, dann mache ich eben nur grün, wo ich die ganze Zeit Belohnung kriege über die Ereignisse. Total abwechslungsreich. Dann eben auch so diese Konstellation, ich habe den Planeten, ich habe den Konzern, vertragen die sich überhaupt miteinander? Weil jetzt gerade diesen Tartarus, den ich gehabt hatte, wenn ich da jetzt keinen Konzern gehabt hätte, mit dem ich nachher den Rover diagonal bewegen darf oder teleportieren, wie es jetzt in meinem Fall war, dann wäre ich wirklich auf diese eine Planetenhälfte begrenzt gewesen. Und das wäre nicht so lustig gewesen, weil ich dann halt eben diese Reihenspalten schwerlich zugekriegt hätte, weil eben zwischendurch vielleicht doch ein Meteorit irgendwo auftaucht und ich hätte ihn nicht abtransportieren können. Also von daher extremst abwechslungsreich. Ich bin begeistert von dem Spiel. Es macht total Laune.
Interaktion, so ein bisschen. Es ist schon so ein Wettrennen, dass man guckt, okay, wo und wo ist der andere? Ist er jetzt bei der Bevölkerungsleiste schon so weit, dass ich ihn nicht mehr einholen kann? Oder macht es Sinn, da vielleicht Gas zu geben, weil ich eher die höherstufigen Karten haben möchte, weil die eben mächtiger sind, mehr Siegpunkte bringen oder eben einen besseren Einmaleffekt haben. Da ist so ein kleines Wettrennen vorhanden. Ansonsten vielleicht ein bisschen gegen Spielende, kann er das denn überhaupt noch lösen? Also das, was er an Karten, an Plättchen ziehen kann, passen die überhaupt noch bei ihm? Ja, kann man machen. Im Spiel zu zweit, ja, wäre möglich. Im Spiel zu viert, keine Chance, weil das ist einfach zu viel und da ist Interaktion nicht mehr so richtig wirklich vorhanden, hatte ich so das Gefühl zumindest. Und ansonsten viel Abwechslung. Mir macht es total viel Spaß. Downtime geht überraschenderweise. Es dauert manchmal, bis der erste halt eben gedreht hat. Aber danach habe ich ja nur noch zwei Plättchen zur Auswahl, muss eins von denen nehmen. Und da ist ja nacheinander, also wir spielen es ja parallel. Und das funktioniert auch wirklich so. Also sobald einmal das Rad steht, nimmt jeder sein Plättchen, baut das, baut seine Effekte aus. Im ersten Spiel mit Neuling macht man es halt eben ein paar Runden doch in der Reihenfolge, dass jeder so seinen Zug macht, damit man da auch reinkommt in das Spiel. Nachher läuft es komplett parallel zueinander. Ich gebe dem Spiel 9 Punkte. Und jetzt die Frage, warum keine 10? Punkt 1. Diese Planetenboards sind mir zu dünn. Das Spielmaterial ist so genial. Also diese Konzern-Double-Layer-Boards, ich schmeiß das ja mal, sind echt fett. Da, nachher, wenn man da halt eben so seine Sachen drauflegt, die verrutschen nicht, das ist wunderbar gelöst. Die Schrift ist genial, ich brauche keine Lesebrille, also ich erkenne das wirklich gut. Das Einzige, was ich manchmal so ein Problem hatte, ist bei den Stufen in meinem Dingsbums da, Bevölkerungsstufen, was für eine Zahl ist da. Da brauchte ich mal meine Lesebrille. Ansonsten konnte ich alles lesen. Gute Größe, für meine Augen zumindest. Das ist das eine, also mir sind hier die Planeten ein bisschen zu dünn. B, mir fehlt so ein bisschen doch diese Interaktion, um zu sagen, jo, das ist es. Also einfach mal so, oh, ich würge dem anderen einen rein, keine Ahnung, ich baue ein Geschütz auf, Das schicke brauchst eine du, ne? Rakete weg, erwische den Rover von ihm oder klaue ihm eine Rettungskapsel oder. Also so ein bisschen Interaktion. Deshalb spiele ich ja mit anderen Leuten, wenn ich wirklich Solo spielen möchte. Es macht Spaß, weil man eben abhängig ist davon, wie drehen die anderen Spieler dieses Rad. Wie muss ich dann mit dieser Konstellation, die ich dann kriege, diese zwei Plättchen, die mir zur Auswahl stehen, muss ich ja versuchen, irgendwie umzugehen? Wie baue ich das notgedrungen am besten bei mir ein? Und die Nachbarziele halt, ne? Die Nachbarziele, auch das, dass man da schon mal guckt. Aber auch da, also ich habe auch schon Spiele gehabt, da habe ich für mich gleich am Anfang gesagt, so, nee, das läuft vom Ziel her komplett konträr zu dem, was ich mit meinem Konzern zum Beispiel an Fähigkeiten habe. Das lasse ich komplett weg. Und lustigerweise in dem Vier-Personen-Spiel habe ich dann beide Ziele gewonnen, obwohl ich die wirklich komplett ausgeblendet habe. Da habe ich mich gar nicht drum gekümmert und per Zufall hatte ich beide gewonnen gehabt oder das eine gewonnen, das andere unentschieden, wie auch immer. Also da ist so ein bisschen Interaktion, aber das fehlt mir an der Stelle dann doch. Punkt. Also wie gesagt, grundsätzlich geniales Spielmaterial, das ist mir zu dünn und mir ist für 10 Punkte ist es mir dann doch ein Tick zu wenig Interaktion dabei. Okay, dann mache ich mal weiter. Ich fange mit, wie so häufig, mit der Anleitung an. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn man so ein großes Spiel auspackt. Das ist ja wirklich ein dicker Karton und auch ein großer Karton. Erwarte ich immer so auch eine Riesenanleitung irgendwie, weil das sieht so nach so einem, mutet so nach Arbeit. so einem Riesenspiel irgendwie an. Also ein Spiel, wo man sich auch erstmal richtig einarbeiten muss. Und da war ich wirklich sehr, sehr positiv überrascht, weil diese Anleitung ist wirklich die ersten zwei Seiten, ist Spielmaterial, Spielaufbau. Dann kommt Spielablauf und das sind zwei, vier Seiten sind das und dann, also da ist auch schon die Wertung mit dabei, danach kommt noch so ein Wertungsbeispiel, also von daher, der ganze Spielablauf, alles was passiert auf vier Seiten und auch zu zweit gibt es ja nur diese Variante und dass man halt entsprechend, ich sage jetzt mal, drei Zielkarten ausliegen hat und nicht nur zwischen jeweils einem Spieler immer eine Zielkarte, also von daher total klasse und das fand ich richtig gut, das hat mich richtig positiv überrascht. Die Anleitung ist auch wirklich gut geschrieben. Was mir so ein bisschen fehlt, ist teilweise bei den einzelnen Planeten nochmal so ein bisschen so ein Beispiel, so eine genauere Anleitung. Hier zum Beispiel dieser Petra, du darfst die Felder mit Stromlinien wie Energiefelder behandeln, es gibt kein Eisfeld. Und da haben wir uns am Anfang auch gefragt, wie ist es jetzt genau gemeint? Ja, manchmal, es ist ein Glossar in der Anleitung drin zu dem Planeten, zu dem Konzern, aber da wird teilweise hilft es, bei dem half es aus dem Kopf heraus nicht so richtig Nein, wirklich. da steht auch bei den einzelnen Planeten steht auch nicht viel mehr drin, als was hier stand. Ja. Also da war wirklich nicht viel drin. Bei den Konzernen ist noch mal ein bisschen mehr drin, aber bei den Planeten nicht. Und da hätte ich mir dann gewünscht, dass da noch mal ein bisschen genauer noch mal ein Beispiel. Also ansonsten aber wirklich super die Anleitung geschrieben.
Sehr toll, man kam wirklich sehr schnell rein. Wir haben es ja auch in verschiedenen Viererkonstellationen gespielt, sowohl mit vier Spielern, aber auch mit Spielern, wobei dem einen Pärchen sie eher so ist, dass sie, ja, ich sag mal, nicht so gerne so komplizierte Spiele mag. Und da ist sie aber wirklich super reingekommen in das Spiel Das ist ja und nicht so hat ja, kompliziert. genau, weil es wirklich nicht kompliziert ist. Also von daher echt ein schönes Einstiegskennerspiel letztendlich auch. Und was ich auch total toll gemacht finde, man hat ja überall die Standardplaneten, auch die Standardkonzerne und dass man wirklich überall aussuchen kann. Jeder Spieler kann ja gucken für sich, wie spiele ich. Und so kann man ja auch super, wenn man das Spiel schon häufiger gespielt hat, ich sag mal, die Anfänger oder die Erstspieler mit den Standardsachen spielen lassen und man selber nimmt dann schon mal die Das komplizierteren Schwierigere. Sachen. Also von daher, das ist wirklich total toll gemacht. Und was mir auch noch nicht aufgefallen ist, dass wir jetzt, wie Christian gesagt hat, wir haben es jetzt ja auch schon mehrfach und ich habe auch schon verschiedene Konstellationen gespielt. Ich habe noch nichts gehabt, wo ich gesagt habe, das ist broken, das passt nicht zusammen. Also dieser Konzern passt nicht zu dem Planeten. Das habe ich bisher nicht gehabt und das fand ich auch total klasse. Und es wird dadurch auch echt anspruchsvoller, weil gerade was ich jetzt hatte, man muss da wirklich beim Puzzeln auch noch zu sich gucken. Ich hatte ja zum Beispiel, ich darf in einem bestimmten Viertel eine bestimmte Ressource nicht haben. Oder es gibt da auch noch einen, ich glaube, den hast du mit dem Ring da, ne? Diesen Planetenring. Genau den da. Da darf man halt, wenn man auf dem Planetenring puzzelt, muss mindestens ein Feld des Plättchens außerhalb des Rings sein. Wenn man das beim Puzzeln vergisst, du hattest da so eine Ecke Ja, vergessen, ne? und ich konnte nichts rein. Ich dachte, ich packe ein einzelnes Ja. Bonusplättchen rein, aber auch das muss ja überlappen von diesem Ring zu einem rüber. Also auch das ging nicht. Und auch das, was Michaela hatte, das haben wir eben zu viert gespielt. Das war schon ein bisschen später. Und ich habe irgendwann festgestellt, ich hatte schon alles vollgepuzzelt, oder einen Großteil vollgepuzzelt. Ah, das Plättchen hätte ich an der Stelle überhaupt nicht setzen müssen. Da habe ich es rausgenommen. Hat natürlich meine komplette Strategie zerschossen, aber ich halte mich ja schon an die Regeln, aber es ist mir echt nicht aufgefallen, weil ich so viele Sachen beachten musste oder für mich zu viel. Und da habe ich es einfach platziert und nachher so, das hättest du an der Stelle gar nicht machen können. Okay, ich nehme es raus, pack's weg und dann habe ich eben Und nicht dadurch wird das gewonnen. Spiel halt auch echt komplexer. Dadurch, dass man die Legeregel bei den einzelnen Planeten, hier zum Beispiel auch bei Gaia, der ist jetzt nicht so schwer, weil da will man einfach diese Städte nicht überpuzzeln, weil man am Spielende hier nochmal für jede Stadt, die man nicht überdeckt hat, dann 2 Punkte bekommt. Gut, man kriegt die Zeile oder Spalte nicht voll, aber diese Städte, ich glaube, das waren 8 Stück oder so, das wären dann auch nochmal 16 Punkte, die man Ja, dann hat. das ist eben so das Abwehrgame. Und dann kommt halt noch dazu die Konzerne und da fand ich zum Beispiel auch ganz witzig, ich hatte auch mal diesen Konzern hier, diesen Jump Drive. Und der zum Beispiel hier auf der Technologieleiste, da kriegt man unten die meisten Medaillen. Und da wollte ich also gar nicht so viel hochrücken, weil man hier auch diese, ich sag mal, diese einzelnen Technologien nicht damit freischaltet, dass man hier möglichst hochkommt, sondern mit seinen Rettungskapseln. Das heißt, man kann sich entscheiden, ob man eine Rettungskapsel hier oben packt für Punkte oder ob man damit Technologien freischaltet. Und da war es halt ganz witzig, da haben wir auch mit den Ereignissen gespielt und ich musste da teilweise hochgehen, weil ich kein anderes Plättchen mehr nehmen konnte, weil man ist ja auf das Tortenstück begrenzt und vielleicht passt das Plättchen gerade auch nur noch oder so. Und dann kam aber ein Ereignis, wo man runtergehen muss. Und in dem Moment passt es dann mit dem Ereignis manchmal auch ganz schön, weil diese Ereignisse sind manchmal halt auch manchmal wirklich sehr böswillig. Also da muss man halt wirklich gucken. Zerstöre einen Rover. Genau, zerstöre. Ja, oh, das hatte ich ja beim letzten Spiel, wo ich hier gerade 4 hatte. Und dann musst du einen Rover zerstören oder du musst auf, ich sag mal, Leisten nach unten gehen oder so. Also das ist auch nochmal so ein Element, was richtig was Fieses ins Spiel bringt, aber was man ja nicht mit reinnehmen muss. Das kann man sich ja letztendlich überlegen. Eben. Und auch da kann man ja auch gucken, wie man die Karten, man muss ja nur 20 Karten haben, aber man kann sich ja selbst überlegen, wie viel nehme ich von den ganz schlimmen, den roten, wie viel von den mittleren, den orangen und wie viel von den super, von den grünen letztendlich, die mich dann voranbringen. Und total toll, wirklich total abwechslungsreich. Man kann immer was anderes spielen, aber es ist dann halt auch dadurch so, dass es dadurch wirklich komplex wird, weil man jedes Mal gucken muss, welchen Konzern spiele ich jetzt, welche Legeregeln muss ich beim Planeten beachten. Das bringt für mich aber auch so das Salz in die Suppe. Aber auch, was ich finde, was manchmal so ein bisschen unübersichtlich wird, wenn man auf den Leisten vorrückt. Man kriegt ja mal ein Plättchen, da sind 2 Ressourcen drauf. So, dann darf man sich ja entscheiden, welche Ressource setze ich zuerst vor. So, und dann setze ich zum Beispiel auf Grün vor, komme damit durch einen Synergieeffekt, darf also erst auf der anderen Leiste vor. Wenn ich da vielleicht auch noch was auslöse, mache ich erst. Und dann überlege ich, habe ich jetzt eigentlich schon beide Ressourcen Alles vom gemacht. Plättchen genommen oder habe ich irgendwas vergessen? Also dadurch kann das manchmal so ein bisschen, wenn jemand dadurch auch noch mehrere Synergien oder Boni, also Meilensteine freigeschaltet werden, kann es manchmal ein bisschen unübersichtlich werden. Da muss man sich dann schon konzentrieren und überlegen, habe ich jetzt wirklich alles gemacht? Und ja, auch die, ich sag mal, Stufen, die ich hier freischalte, auch bei der Technologie. Habe ich jetzt daran gedacht? Habe ich jetzt zum Beispiel am runden Anfang, kriege ich immer eine zusätzliche Roverbewegung? Habe ich daran gedacht Ja. oder vergesse ich das oder so? Also Ja, gut, aber dafür ist auch ein Kennerspiel. Ne? genau dafür ist auch ein Kennerspiel und dadurch wird es dann halt auch durch die, ich sag mal, Spezialkonzerne dann nachher nochmal komplexer. Und
total toll. Wie gesagt, es ist letztendlich so ein bisschen solo vor sich hin puzzeln. Dadurch sieht man natürlich auch nicht, wenn der andere was legt, weil man es ja gleichzeitig legt. Macht der jetzt von den Legeregeln von seinen Spezialplaneten was falsch? Man macht es ja auch nicht böswillig. Dann entdeckt man es vielleicht am Spiel. Hoffentlich Man hätte nicht. das vielleicht in dem Moment dann sagen können, hör mal, da kannst du es nicht hinlegen oder so. Aber dadurch, dass man es gleichzeitig macht, man ist ja dann auch mehr auf seinen eigenen Plan konzentriert. Von daher, da ist halt sehr wenig Interaktion. Interaktion wirklich tatsächlich nur da durch das Drehen. Aber ich muss auch sagen, ich habe nie geguckt, was könnten meine Mitspieler jetzt noch brauchen. Deswegen drehe ich es nicht so, sondern ich habe da wirklich immer für mich geguckt, was brauche ich jetzt und wie drehe ich jetzt die Raumstation, um das Plättchen zu bekommen, was ich letztendlich dann haben möchte. Dann war es manchmal auch noch so, dann ist vielleicht die Ressource nicht drauf, die da man gerne reinlegen würde, weil man halt nach den, ich sag mal, Zielkarten auch speziell arbeiten möchte. Oder man kriegt nur Plättchen oder die Plättchen, die man haben möchte, die passen, haben dann auch noch Meteoriten drauf. Dann muss ich das Plättchen aber irgendwo hinlegen. Meine Rover stehen ganz woanders. Es ist also taktisch total blöd, das Plättchen hinlegen zu müssen. Also von daher, es hat wirklich ganz viele verschiedene Facetten und Interaktionen wirklich nur durch die Nachbarziele oder halt das, was ich den anderen halt hindrehe. Ansonsten halt nicht. Macht mir jetzt aber auch nicht so viel aus. Aber es macht wirklich total viel Spaß, hier jedes Mal zu puzzeln, jedes Mal nach anderen Regeln, jedes Mal zu gucken, wie mache ich es diesmal vielleicht besser. Ich wollte das eine Mal, das letzte Spiel auch schon drauf gehen, dass ich vorrangig die mittleren Spalten und die mittleren Reihen voll puzzle, weil die halt jeweils immer 3 Punkte bringen. Und dann habe ich auch das letzte Mal drauf gespielt auf die Zielkarten sehr viel, dass ich geguckt habe, okay, ich brauche zum Hat Beispiel funktioniert. am Rand die meisten Biomasseressourcen, am Rand die meisten Technologieressourcen und so weiter. Hat funktioniert, genau. Da muss man natürlich dann schon ein bisschen gucken, was machen die anderen, aber ansonsten nicht. Also für mich auch wirklich ein ganz tolles Spiel, bekommt von mir auch 9 Punkte, ist für mich auch ein ausgezeichnetes Spiel. Ja, cool. Okay, das war dann unser Review zu dem Spiel Planet Unknown. Wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn euch das gefällt, was wir machen. Wenn ihr uns unterstützt, indem ihr unseren Kanal abonniert, gebt auch gerne dem Video einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Und dann sagen wir bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss!